Moin, ich begrüße dich zurück bei Nordic More und heute geht es wieder ums Meerwasser-Aquarium und du denkst jetzt vielleicht, mein Gott ey, was für ein reißerischer Filmtitel oder ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Ich habe auch erst drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber dann habe ich mir überlegt, am Ende ist es aber das, worauf es heute hinausläuft, denn es geht um Glasrosen und ja, man liest dann immer so Glasrosen beseitigen, Glasrosen entfernen, Glasrosen bekämpfen. Am Ende ist es aber ein Töten, weil die Glasrose nun mal ein Tier ist. Also sie gehört zu den Seeanemonen, wie die anderen Anemonen, die es so gibt, eben auch. Und damit gehört sie zur Gattung der Blumentiere. Und Blumentiere sind Tiere. Es sind keine Pflanzen. Und insofern ist der Begriff dann schon auch nicht ganz falsch. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich bisher so ein bisschen davor gesträubt habe, gegen die Tiere vorzugehen. Weil natürlich weiß ich nicht, aber mir persönlich auf jeden Fall fällt das nicht besonders leicht, sowas zu machen. Zumal wenn man dann liest, wenn man sich darüber informiert, wie das so vor sich geht und was dann passiert mit dem Tier und wie die entfernt werden. Ich bin da relativ empathisch. Mir tut das dann tatsächlich leid, auch wenn es nur Schädlinge sind. Und am Ende ist es aber nun mal so, dass das einfach eine Sache ist, die zur Aquaristik auch dazugehört. Sogar auch im Süßwasser, also das ist jetzt ja nicht nur im Meerwasser und in Bezug auf die Glasrosen so, das kennen auch Fischzüchter beispielsweise. Also wenn du dich mit dieser Thematik beschäftigst, wirst du früher oder später an den Punkt kommen, wo du auch mal ein Tier töten musst und sei es nur, um es von Leid zu erlösen, was ja auch vorkommen kann. Und ich bin halt so ein Mensch, ich weiß das, aber trotzdem fällt es mir schwer. Ich glaube, dass das auch, also meiner Einschätzung nach ist das auch normal, dass einem sowas schwerfällt. Trotzdem kommt man vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo es einfach notwendig ist. Und das ist heute so gegeben hier im Nanoriff. Es wird ja auch empfohlen, wenn man Glasrosen entdeckt, und ich würde das auch so empfehlen, die sofort eben zu vernichten, töten, beseitigen, bekämpfen, wie auch immer du das nennen möchtest. Und ich habe das jetzt in meinem Fall nicht gemacht. Ich hatte meine ganz speziellen Gründe dafür. Ich habe auch da schon mehrfach drüber geredet. Aber ich möchte das jetzt einfach angehen, das Thema. Aus unterschiedlichen Gründen, aber zuletzt auch darum, weil ich habe hier eine Glasrose sehr nah an der Ancatastrea stehen. Und das zeige ich dir jetzt mal. So, hier haben wir das Exemplar und wie du sehen kannst, ist die schon sehr groß. Ich glaube, viel größer werden sie auch nicht, nach allem, was ich so gelesen habe. Also die dürfte schon bald so, ja, die dürfte schon ihre 3 cm haben, denke ich. Und du siehst jetzt daneben die Acanthastrea stehen. So, und jetzt ist es so, die wird jetzt allmählich vernässelt. Sie hat noch nicht wirklich schweren Schaden genommen. Aber sie kann eben auch nicht vernünftig wachsen. Und die Aiptasia, also die Glasrosen, die besitzen eben ein sehr starkes Nesselgift. Und ich laufe einfach Gefahr, wenn ich die hier stehen lasse, dass sie mir die Acanthastrea komplett tötet, kaputt macht. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Und auch aus dem Grund möchte ich jetzt die Sache angehen und eben die Glasrosen hier töten, die ich im Aquarium habe. Ich habe dann hier vorne auch noch eine sitzen, direkt im Sand. Ich glaube, dass man sie jetzt erkennen kann, ziemlich im Zentrum des Bildes. Die ist noch sehr klein. Die möchte ich auch gerne versuchen wegzumachen. Dann ist noch eine, das wird ein bisschen eine heiklere Angelegenheit, hier unter der Zoa-Platte. Die Zoa-Platte ist nicht aufgeklebt. Das heißt, die werde ich dann mit dir zusammen rausnehmen aus dem Aquarium. Und dann werden wir die außerhalb des Aquariums bekämpfen. Das ist natürlich deshalb ein bisschen heikel, weil halt Zoas drauf sind und da muss man ja ein bisschen vorsichtig mit sein im Umgang. Ja, und die letzte, die mir bekannt ist, sitzt hier oben und die will ich dann natürlich auch versuchen wegzumachen und ich befürchte, dass es eventuell ein bisschen schwierig wird, weil die hier eben
an einer Steilkante sitzt sozusagen in meinem Riff und ich weiß nicht, wie sich das dann verhält mit dem Mittel, das ich gekauft habe, weil eben diese Position hier relativ ungünstig ist. Aber wir werden das auf jeden Fall versuchen. Und ansonsten habe ich noch nicht, also mehr Glasrosen habe ich nicht gefunden bisher hier im Becken und da bin ich auch sehr froh drum, muss ich sagen. So, also ich habe mir halt gedacht, wenn ich jetzt schon mal drangehe an die Sache und diese hier zu beseitigen, dann bietet es sich an, eben auch alle anderen gleichzeitig wegzumachen, die halt da sind. Und das machen wir dann in einer Anwendung. Na gut. So, nachdem wir jetzt unseren Feind gesehen haben sozusagen, wollte ich dir jetzt mal das Mittel zeigen, das ich gekauft habe, um die zu beseitigen. Das Aptasia X von Red Sea, das ist kein Sponsoring, ich habe mir das selber gekauft. Es gibt ja relativ viele Hersteller am Markt, ich habe mir da einige durchgelesen und fand das eigentlich recht vielversprechend, was ich hier über das Mittel von Red Sea gelesen habe. Wir gucken mal rein. Also hier ist einmal eine Anleitung drin, dann haben wir hier eine Lösung, um die Glasrosen zu behandeln und eine Spritze mit verschiedenen, ja, zwei unterschiedlichen Kanülen. So, die hat so einen Schraubverschluss, genau wie die, die Spritze hat so einen Schraubverschluss, wie auch die Kanüle und dann lässt sie sich einfach draufdrehen. Die ist relativ dick. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt erkennen kann, aber die Flüssigkeit ist ja auch etwas dickflüssig, dass man die vernünftig aufziehen kann. Da ist dann eine gerade Kanüle dabei, in diesem Fall jetzt bei dem Set, und eine abgeschrägte, um einfach auch irgendwelche Ecken erreichen zu können oder so. Und ja, das wird geschüttelt, wird dann aufgezogen und dann auf die Glasrose aufgetragen. Und ich erzähle dir mal eben, wie die das machen. Und zwar, also beziehungsweise wie die das machen, zeige ich dir gleich. Aber ich wollte dir nochmal eben sagen, ich habe mir das ausgesucht, weil in der Anleitung steht, also ich kann mich ja nur nach dem richten, was der Hersteller verspricht, aber er sagt halt, dass eben dieses Mittel keine anderen Korallen schädigt, außer eben die Glasrosen, und dass das Mittel, das im Becken verbleibt, keinen Schaden anrichtet, weil es ist natürlich eine chemische Keule, wenn du so willst, und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Mittel und Methoden, und der Hersteller hier verspricht halt, dass andere Tiere nicht in Mitleidenschaft gezogen werden durch das Mittel und dass es noch nicht mal entfernt werden muss, sondern sich einfach abbaut über die Zeit und keinen Schaden anrichtet. Und als User muss ich das natürlich erstmal so glauben, ne? Okay, ich würde sagen, und glaube das auch erstmal so, wenn das so versprochen wird vom Hersteller. Ich würde sagen, ich mache mal eine Füllung fertig und dann, werden wir damit beginnen, die erste Glasrose zu töten, zu beseitigen. Okay, so, ja, warum habe ich jetzt ein Problem damit, die wegzumachen? Weil ich finde, dass sich das ziemlich martialisch liest. Also ich ziehe hier jetzt, wie gerade schon beschrieben, diese Spritze auf mit dem Mittel. Und jetzt werde ich dir gleich erklären, wie ich da vorgehe. Natürlich laut Anleitung. Und zwar soll man jetzt die Kanüle von der Anemone umfassen lassen. Also die soll mit ihren Tentakeln die Kanüle festhalten. Und dann soll man das Mittel in die Mundscheibe reinspritzen und die implodiert dann. Und jeder kann sich vielleicht vorstellen, was das bedeutet. Ich hoffe im Übrigen, dass das jetzt vernünftig klappt. Das soll man deshalb machen, weil die können eben Sporen abschießen, womit die sich dann extrem vermehren. So, und ich komme jetzt mal langsam mit der Kanüle. Moment, ich habe eine Sache vergessen, und zwar bietet sich an, die Strömung abzuschalten. Im Übrigen, das, was du da hörst, das Gluckern, das ist die Nachfüllanlage. So, die Pumpen sind aus und ich werde jetzt vorsichtig mit der Kanüle an die Mundscheibe rangehen und werde gucken, dass die das umfasst, was sie aber nicht tut.
Damit geht das schon mal los. Also ich dachte, dass die jetzt wirklich das festhält. Ich spritze jetzt das Mittel. Ah ja, jetzt umfasst sie es. So, jetzt spritze ich das Mittel rein auf die gesamte Mundscheibe und sie fasst richtig fest zu. Also nicht, dass ich das jetzt heftig spüre, aber sie umklammert jetzt halt einfach die Kanüle und ich spritze das weiter rein. Und sie soll jetzt quasi ersticken da dran, ne? So, ich bin vorsichtig, nehme noch mal lieber ein bisschen mehr. Und man sieht schon richtig, wie sie einfach eingeht. So, und das sollte jetzt das Aus und das Ende dieser dieser Glasrose sein. So, jetzt nehmen wir uns das nächste Tier vor. Ich glaube, dass man sie gar nicht so groß erkennen kann, weil sie wirklich noch sehr klein ist. Aber jetzt will ich dann natürlich auch die Gelegenheit nutzen und werde jetzt versuchen, diese hier zu... Die kann jetzt, ist natürlich so klein, dass sie quasi die Kanüle nicht wirklich umfassen kann. Deshalb werde ich da einfach großflächig... Sie zieht sich sofort ein, sie hat die Gefahr gemerkt und wenn es richtig scheiße gelaufen ist, entschuldigt die Wortwahl, aber dann hat die ihre Sporen schon abgeschossen. Deswegen werde ich jetzt hier richtig den Boden bedecken mit dem Zeug, um sie einfach einzuhüllen, falls sie irgendwie weglaufen will. Die sind ja auch, ich weiß nicht, ich glaube Semi-Sessil heißt das oder so ähnlich, ne? Teil-Sessil, also sie können quasi... Sie können sich ja wie andere Anemonen auch wegbewegen. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich sie erwischt habe. Und jetzt werden wir uns die vornehmen, die oben sitzt, auf der Riffkante quasi. Ich glaube, dass hier so die Perspektive für dich gar nicht so schlecht ist. Und da befürchte ich jetzt einfach, dass das Mittel auch jetzt hier runterfällt und ich hoffe, runtertropft. Ich hoffe einfach mal, dass es trotzdem funktioniert. Sie fasst wieder zu. Ja, da hat man es gesehen, glaube ich, dass sie jetzt... Da kam so ein Schwall raus und ich befürchte, dass das jetzt wirklich Sporen waren, die sie abgeschossen hat. Eventuell, also angeblich ist es so, dass die Sporen auch kaputt gehen von diesem Mittel. Ich werde es ja erleben dann jetzt in der nächsten Zeit, ob da jetzt ich vermehrt Glasrosen haben werde oder nicht. Das ist nämlich die Gefahr, dass einfach diese Sporen abgeschossen werden. In letzter Not sozusagen von der Glasrose und die dann einfach sich hier ausbreiten im Becken und sich überall niedersetzen und dann einfach das ganze Becken bevölkern. Und das ist auch wiederum einer der Gründe, warum ich so lange davor zurückgeschreckt bin, tatsächlich das anzuwenden und die zu bekämpfen. Na gut, wir machen das jetzt wie folgt. Ich zeige dir jetzt nochmal das Ergebnis. Und dann müssen wir uns die Zoa-Platte nochmal vornehmen und die will ich ja rausnehmen aus dem Aquarium. So, also du kannst sehen, Moment, dass du nichts mehr siehst. Also die ist wirklich hier innerhalb allerkürzester Zeit total in sich zusammengefallen und sollte tot sein jetzt. Bei der sehen wir jetzt hier nichts natürlich, bei dem, was hier auf dem Boden ist, weil die habe ich ja komplett eingedeckt. Und auch die hier oben, da kannst du sehen, da ist nichts mehr. Also das hat jetzt, das ist alles Echtzeit. Also ich würde mal sagen, wie lange hat das gedauert? 2-3 Minuten. Also tatsächliche Behandlungsdauer und dann sind die kaputt. Und ja, jetzt werde ich mich hier um die Zoas kümmern. Nenn es übertrieben, aber ich werde jetzt eine FFP2-Maske anlegen. Einfach nur, weil ich gar nicht ganz genau weiß, was für Zoas habe ich hier eigentlich.
und ich möchte nicht, dass sie irgendwas ausgasen und ich das dann abkriege. Das kann nämlich auch passieren. Und ich habe jetzt keine Original-Schutzbrille, deswegen werde ich jetzt meine Sonnenbrille benutzen, damit mir nichts in die Augen spritzt. Und das sieht jetzt vielleicht hart übertrieben aus, aber ich finde Safety first, ne, vor allem anderen. Und dann werde ich die Kamera jetzt mal hier hinlenken und dann werde ich die Zoa-Platte rausnehmen. Und dann werden wir die mal uns angucken. Ich habe hier eine Kunststoffunterlage, da werde ich das drauf machen, so dass du hoffentlich gut zugucken kannst. So, leider habe ich ein bisschen die Aufnahme vermasselt, aber du kannst sehen hier, ne, ich zeige dir jetzt nochmal das Resultat. Die Glasrose ist komplett kaputt und ich setze die Scheibe jetzt wieder ein und gehe mal davon aus, dass die auch nicht wieder zurückkommen wird, die Glasrose. Na gut, okay, die sind natürlich zu jetzt hier, die Zoas, also setzen wir die mal schnell wieder ein. So, wie du sehen kannst, da sitzt die Platte wieder. Die roten Zoas sind sogar schon wieder auf, die anderen aber noch nicht. Sehen tut man momentan gar nichts. Ich kann hier nochmal eben draufhalten, also du siehst immer noch, da ist absolut nichts mehr zu sehen. Und ich werde jetzt auch tatsächlich, so wie das in der Beschreibung steht, ich werde das jetzt nicht absaugen. Ich weiß auch nicht, dass da vielleicht noch irgendwelche Sporen oder so drunter sind unter dem Zeug. Mir fehlt da jetzt auch die Erfahrung. Ich mache das strikt nach Anleitung und werde das jetzt nicht absaugen und werde einfach glauben, was da angegeben ist und hoffe, dass dieses Mittel, was sich ja nicht löst hier in dem Aquarium, jetzt auch meinen Thorambuensis nicht schadet. Das wäre natürlich tragisch. Ja gut. So, ja, das war das Ende meiner Glasrosen und ich werde jetzt erstmal als allererstes die Strömung wieder einschalten. Die muss ja nicht länger aus sein als notwendig. Und dann werde ich gleich das Becken sauber machen müssen. Ich hoffe, für dich war es interessant. Hallo, Fokus? Ist so dunkel gerade. Fokus, hallo. Ah ja, Fokus. Okay, also, ja, ich hoffe, dass es für dich interessant war. Ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten und werde dir zeigen, ob die jetzt nachhaltig weg sind, ob das Mittel irgendwelche Schäden angerichtet hat. Ich will hoffen, dass das nicht der Fall ist. Und ob irgendwelche Glasrosen nachgekommen sind, ob die irgendwie Sporen tatsächlich abgegeben haben. Das erfährst du natürlich. Also wenn ich da irgendwas feststelle, dann werde ich da selbstverständlich ein Video darüber machen. Wenn du Fragen jetzt noch hast zu dieser Behandlung oder überhaupt zum Thema heute, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ja, ich werde weiter jetzt vorbereiten, was hier im Winter passieren wird. Ich bin da in einer Menge an Vorbereitungen, also ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Es wird ein hammermäßiger Winter. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Lass gerne auch ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast und du ja, erleben möchtest, wie es hier weitergeht bei mir. Und bis dahin sage ich, ciao, alles Gute.